Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Railway Empire. Zweite Aufnahmesession jetzt. Wir laden das hier. Oh. Ich glaube, das war unser Safe Point. Ein bisschen lauter gerade mal. So, ich habe jetzt eine Woche nicht aufgenommen, weiß also überhaupt nicht, was wir hier tun. Ich habe aber ein paar Ideen. Und ich freue mich, weitermachen zu können. Also gucken wir erstmal in die Aufgabenliste. Wir müssen noch 100 Passagiere nach Rock Springs bringen. Ach, das ist das hier hinten, ne? Casper. Hier müssen wir auch was tun. Ich wollte erstmal was austesten. Erstmal was gucken. Wie kam da so über Nacht eine Idee? Wie viele Gleise hat ein Bahnhof? Normaler. Er hat von Anfang an zwei. Ein großer hat von Anfang an vier. Kann man jetzt einen großen Bahnhof, wenn er schon vier Gleise hat, noch erweitern? Oder ist das hier automatisch ein großer Bahnhof? Ne, das ist automatisch ein großer Bahnhof. Mist. Ich hätte gern einen Bahnhof mit mehr als vier Gleisen. 4 ist gut, aber wenig, ne? Naja. Kümmern wir uns jetzt nicht drum. Jetzt kümmern wir uns drum, irgendwie es zu schaffen. Das ist das heutige Ziel. Wie schaffen wir es, dass hier Passagiere hingebracht werden? Und nicht Güter. Wo ist unser Zug auf der Strecke? Louis Lichtung, ja. Wir können uns das mal angucken kurz. Es liegt am Angst. Liegt das bei uns in der Nähe? Da sind wir. Wir machen das. Norfolk ist hier. Ja, kriegen wir hin. Den habe ich kürzlich erworben. Ja, das ist gut. Also, statt irgendwas Sinnvolles zu machen, kaufen wir also noch einen Bahnhof. So. Und einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb. So, wo müssen wir jetzt hin damit? 19% Steigung? Hallo? Wie soll ich das denn bezahlen? So, ne? 124.000. 17% Steigung. Die Planung können wir wegschmeißen. Ist das denn hier so üblich? Oh ja. Da müssen wir hier lang bauen. Hier anfangen und dann müssen wir hier entlang bauen. Überlegen wir uns noch. Aber solange wir den Bahnhof nicht angeschlossen haben, wird uns keine Stadt mehr einen Bahnhof erlauben, ne? So war das doch, oder? Egal. Müssen wir jetzt nicht machen. Wir können jetzt erstmal gucken, wo unser Zug ist. Auf dem Weg. Das ist der, ne? Von Rock Springs aus. Der hat Passagiere dabei. Geht ja auch Passagiere von hier aus wieder mitnehmen? Man weiß es nicht. Mal gucken, auf welchem Gleis der jetzt fahren wird. Der wartet. Der wartet. Aber ein Gleis ist doch hier unten frei. Na egal. Sind denn schon Passagiere mitgefahren? 24! Ja, okay, schön. Wunderbar, klappt alles. Das heißt, wir können uns ein wenig um was anderes kümmern. Ich mache jetzt mal hier Fast Forward. Es wird gespeichert, macht das Spiel dann.
Ja, 5 Minuten gemacht, ohne irgendwas zu tun, außer wir haben Betrieb gekauft. Ich mache die erste Folge 5 Minuten länger. Niedriger Zustand. Ach, du bist doch kurz vor einem Bahnhof. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Geld erwirtschaften, deswegen habe ich mal schneller gemacht. Das reicht auch schon. Jetzt haben wir vielleicht genug Geld, um den hier oben anzubinden. Ja, ich weiß. Vielleicht bauen wir so. Gebäude. Hier muss natürlich auch ein Signal hin. Und das müssen wir umdrehen. Hier haben wir einen zweigleisigen Bahnhof, der nur eingleisig durchgeht. Auch ein Meisterwerk meiner Konstruktion, aber das ist Omaha, das ist nicht schlimm. So, jetzt haben wir hier natürlich noch keinen Zug. Aber schon mal ein, ja, besseres Gefälle als ursprünglich. Von Omaha aus fährst du nach da. Nur Passagiere und Frost? Ne, nur Fracht. Ach, das hätte man von vornherein bei jedem Zug einstellen können. So, und weil es ein bisschen bergauf geht, gönnen wir uns den hier. Das ist jetzt eine Strecke ohne Versorgungsturm. Bauen wir also noch einen Versorgungsturm. Werkstatt hat er hier, ja, haben wir hier. So. Das heißt, wir müssen jetzt mal einmal hier hin. Wie sieht das aus? 24 bisher. Der hat nur ein paar Passagiere. Naja, egal. Das wird sich also mit der Zeit geben. Wo kann man sich denn bestehende Zuglinien irgendwo anzeigen lassen? Ich brauche ja ein bisschen Überblick auch. Ich glaube, hier fährt keiner hoch. Doch, klar. Da fährt der hoch. Denver. Denver sollte zwei Gleise kriegen. Bahnhof erweitern, ja, machen Das ist doch gut so. Kann Denver nämlich schneller arbeiten. Zwei Bahnen. Zwei Gleise machen. Jetzt haben wir hier so ein Nadelöhr, aber das ist nicht schlimm. Du hast einfach eine zufällige Panne. Cheyenne wächst. Atomkraftwerk hier schon? Nein. War fast. Kurz davor. Das mag ich doch an Cheyenne. Die machen das wirklich Wichtige. Wir müssen demnächst mal gucken, dass wir hier unsere Kernverbindung. Hier warten immer irgendwelche Züge. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir unsere Kernverbindung von Omaha aus über North Platte nach Cheyenne und von Cheyenne nach Rock Springs, dass wir die zweigleisig machen. Und gleichzeitig vielleicht hier noch, ja, ich weiß nicht, ob das so schön ist, mit dem Sackbahnhof hier weiter zu arbeiten. Aber warum nicht? Braucht diese
Stadt irgendwas Bestimmtes gerade. Alles. Das kommt erst, wenn sie mehr Einwohner haben. Brauche jetzt hier tatsächlich wieder eine ganze Folge, um mir Überblick zu verschaffen, was ich hier eigentlich tue. Wie viele haben wir denn inzwischen? 50, das ist schön. Das ist doch nett. Nervig, genau. Das ist doch nett. Fangen wir also schon mal an mit unserem zweigleisigen Ausbau. Auf der Strecke. Von hier. So. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, was ich hier tue, aber warum nicht? So, hier machen wir. Nein. Ach, so ging das auch nicht. So ging das. Verbotsschild hin. Und hier ein Verbotsschild. Und dafür das weg. Und dann gucken wir mal. Es ist hier noch so ein kleines Nadelöhr, was wir gerade künstlich erzeugt haben. Hier der Bahnhof war sowieso einrichtungsdurchgängig. Also machen wir mal hier ein bisschen Gleise wieder weg. Das ist das, was ich vorhatte. Manchmal entstehen lustige Gebilde, wenn man den einfach arbeiten lässt. Nee, will ich nicht. Ist in Benutzung. Was? Fährt der ganz hoch drüber? Ja. Ah, jetzt geht's. So. Ein Etappensieg auf dem Weg zur Zweigleisigkeit. Das ist doch auch mal was. So, jetzt haben wir nämlich hier an dem Ende ein Signal, Richtungssignal. Und huiuiuiuiui, hier das andere Richtungssignal. Mit dem Bahnhof in North Platte und zwischen North Platte und fast Omaha ist jetzt fast durchgehend zweigleisig auf dem ganzen Stück. Das ist doch etwas Nettes. Hier haben wir dann nochmal das eingleisige Stück. Hier ist ein bisschen Stau. Das ist aber kein Problem. Du fährst nach Norfolk. Das ist dann der nächste Teil, den wir zweigleisig machen müssen. Dann, da habe ich schon jetzt ein bisschen Sorge vor. Vor so einer Kreuzung zweigleisig. Aber das kriegen wir auch hin. Hier haben wir jetzt auch einen Zug, der hier hochfährt, oder? Ja, hatte ich doch eingerichtet. Wo ist der denn? Also.
Das ist alles gut. Jetzt müssten wir als nächstes dann von North Platte aus nach Cheyenne und hier das letzte Stück von ungefähr Norfolk bis Omaha. Das könnten wir eigentlich, wir haben gerade das Geld und nichts zu tun. Das können wir eigentlich jetzt machen. Aber gucken wir erstmal, wie weit unsere Aufgabenliste ist. Bei 50. Ich zögere das jetzt absichtlich hinaus, weil ich die Folge ein bisschen länger machen wollte. Und trotzdem würde ich ganz gerne jetzt in der Folge nicht mehr anfangen lassen. Sondern das dann für die nächste Folge verschieben. Einfach um euch noch ein bisschen die Spannung zu nehmen, ob wir das auch hinkriegen. Und um. Was? Die Industrie befindet sich schon wieder. Fleischindustrie in Amarillo. Wo ist Amarillo? Da sind wir doch. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es viel Geld kostet. Aber jetzt gehört uns nicht nur die Campbell-Zucht, sondern auch die Fleischindustrie in der Stadt. Das ist doch gut, ne? Glaube ich. Wenn uns nicht nur die Farm hier gehört, sondern auch der verarbeitende Betrieb. Ich meine, der Bahnhof ist sowieso schon da. Das ist doch optimal. Und wir haben einen eigenen Zug, der genau dieses Stückchen hier fährt. Nur darüber holt da das Vieh ab und bringt das dahin nach Amarillo. Sehr schön. Ich hoffe mal, damit können wir Geld verdienen. Zufällige Ereignisse mag ich. Rock Springs. So. Wo ist unser Zug? Nach Rock Springs. Der ist da. Wir warten jetzt noch ab, bis der da ist und gucken, wie viel Passagiere er bringt. Was ist das? Achso, ein Bismarck ist eine neue Industrie. Und wenn wir die anschließen, gibt es eine Prämie. Naja. Vielleicht schaffen wir das. Wer weiß, wie es aussieht, wenn wir das jetzt hier fertig haben, wo es dann weitergeht. Ich hoffe hier, weil ich hier einige Pläne noch habe. Aber wenn wir jetzt uns jetzt gesagt haben, wir können erst woanders weitermachen, machen wir auch woanders weiter. Also ich weiß es ja nicht. Ich kenne die Kampagne selber ja nicht. Woher auch? Ich gucke keine anderen Let's Player. Nein, doch mache ich, aber ah, wir halten noch kurz hier an. Ist aber auch wenig. Ein Personenwaggon. Vielleicht hat der Speisewagen es rausgelockt, dass hier doch Personen Interesse dran haben, mitzufahren. Einmal muss er noch. Okay. Das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge passieren. Ich speichere mal kurz ab. Speichern. Jo, möchte ich wirklich überschreiben. Zurück. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in 2 Tagen, also am Sonntag wieder, zur nächsten Folge. Railway Empire. Morgen kommt Omsi. Denkt dran. Auch das ist sehenswert. Und morgen kommt, ganz wichtig, deswegen sage ich es jetzt, Formel 1. Mit dem Rennen in Spanien. Das wird auch wieder spannend, genauso wie Russland ja auch spannend war. Spanien, aber noch auf der alten Strecke von Barcelona, also auf der mit dem alten Asphalt, das heißt mit harten Reifen. Juhu. Viel Spaß wünsche ich dabei und auch bei allen anderen Projekten. Ja, bis dann. Tschüss.